Ja. Das war das Ganze jetzt in einem Minuten verzögert. Also probiere ich jetzt. Guten Morgen. Hier sind wieder öffentlich den Landesparteitag der Bayern 14.1. Wie wir ungefähr verfahren werden. Also, es steht jetzt an, die Wahl der Kassenprüfer. Das ist eine offene Wahl per Akklamation. Danach, das ist lustig. Erstmal haben wir einen Antrag auf Änderung der TO. Den stelle ich mal vor. Das heißt also, ihr könnt mal gut aufpassen. Der Antrag auf Änderung der TO, da geht es darum, dass nach dem Punkt, vielen Dank, dass ihr mir zuhört, ne? Wir ändern jetzt die Tagesordnung, dass nach dem Wahl der Kassenprüfer ein Tagesordnungspunkt eingefügt wird, die Wahl der Vertrauenspiraten. Da wird der Landesvorstand dann noch was dazu sagen wollen. Die möchten das wohl bestätigt haben von euch, auch wenn das Beauftragungen sind bei euch hier in Bayern. In anderen Landesverbänden übrigens nicht. So, über diesen Änderungsantrag der Tagesordnung, der ordnungsgemäß eingegangen ist und der auch vorliegt mit den dementsprechenden Unterschriften, werden wir jetzt abstimmen. Das heißt also, wer dafür ist, dass die Vertrauenspiraten nochmal von dem Landesparteitag bestätigt werden, der hebt bitte jetzt seine Ja-Karte. Jetzt die Ja-Karten, genau. Und jetzt einmal bitte die Nein-Karten. Fürs Protokoll, das ist einstimmig. Sehr schön, damit haben wir einen neuen Tagesordnungspunkt. Jeder in dem Saal kann sich berufen, das im Wiki zu ändern. Wir für uns hier haben das an den richtigen Stellen geändert. Kleinen Augenblick. So. Das heißt also, jetzt kommen wir laut Tagesordnungspunkt zu der Wahl der Kassenprüfer. Ich kann vorweg schon mal sagen, dass gestern eine nicht anwesende Person bei mir den Willen bekundet hat, Kassenprüferin zu werden. Das ist die Spinny, ja. Die kennt ihr ja, ich weiß jetzt gerade den Christina irgendwie. Christina Gantrath. So. Mit ihrer Willensbekundung, dass sie kandidieren will, darf sie auch in Abwesenheit kandidieren. Trotzdem ist es so, ihr braucht da mindestens zwei Kassenprüfer oder Rinden. Und die Kandidaten, die könnten sich jetzt mal einfinden. Ja, bitteschön, du darfst also auch mal dich schon da vorne bereithalten. Wer noch kandidieren will zur Kassenprüfer? Ja, Kassenprüfer habe ich gesagt. Na, komm. Ja, musst dir nicht leid tun, du weißt du. Es ist übrigens auch gut, da Ersatz zu haben. Andere Landesverbände haben gezeigt, dass es tatsächlich irgendwie Kassenprüfer gab, die bis zur Kassenprüfung schon wieder ausgetreten waren. Ja, nicht lachen, das war tatsächlich passiert, ob ihr es glaubt oder nicht. Möchte noch jemand zum Kassenprüfer oder Kassenprüferin kandidieren? Das war jetzt der dritte Aufruf schon. Ich mache nochmal einen vierten. Wenn jetzt keiner wedelt mit den Händen, wild ruft, winkt oder schreit, dann lasse ich die beiden, die hier sind, sich schon mal vorstellen. Zu Spinny sage ich dann nach den beiden nochmal was. Bitte, ihr sortiert euch selber. Hallo, ich heiße Emanuel Rosa. Ich komme aus München und prüfe derzeit schon die Kasse im Bezirksverband Oberbayern und würde im Landesverband weitermachen. Morgen, heiße Mauri Fischbein, habe mit Spinny letztes Jahr die Kasse geprüft und würde es auch weitermachen, wenn Spinny auch weitermacht. Aber da sie ja schon kandidiert, auch in Abwesenheit, nehme ich an, dass das funktionieren wird. Ja, nach diesen ausführlichen Vorstellungen
haben wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit für Fragen, Sorgen, Nöte und Anregungen. Das heißt also, ihr dürft zum Mikrofon gehen. Und du wolltest doch Spinni vorstellen. Ja, das mache ich ganz am Ende, wenn das für euch in Ordnung ist. Also. Die Rechnungsprüfung gemacht und war auch eine eurer letzten Kassenprüferinnen. Wenn ich mich irre, dann dürft. Aber sie ist euch hinlänglich bekannt, so dass ich glaube, dass ihr euch auch darüber eine Meinung bilden könnt und das in die Wahl mit einfließen lassen könnt. So. Wenn sonst keine weiteren Fragen sind, Sorgen, Nöte, Anmerkungen, dann würden wir das jetzt so machen. Ja, Akklamation. Ja, ihr wollt abstimmen, ist schon klar. Also, dann möchte ich jetzt jeweils die grüne Karte für Christina Grandrath sehen. Ich bitte jetzt um die Stimmen für Frau Grandrath. Die Arme bleiben so lange hoch oben, bis ich sage, dass sie wieder nach unten kommen. Ja, das ist ganz, ganz witzig so, ja. Dankeschön. Jetzt bitte für Emanuel einmal die Stimmen. Wir haben eine Nein-Stimme, ich möchte die bitte notiert haben. Dankeschön. Und jetzt bitte einmal für den Mauri. Oh, ihr macht es mir nicht leicht, ey. Ja. Lässt das eure Satzung zu? Ich guck mal kurz nach, ist das okay? Ich guck trotzdem kurz nach. Kleiner Augenblick, ich weiß es gerade nicht. Ich hab's gerade gefunden. Alles gut. Also ihr habt jetzt drei Kassenprüfer. Nein, wir können das auch noch anders machen. Gibt es Einwände dagegen, dass alle drei Kassenprüfer machen? Dann bitte jetzt sprechen. Melden. Ja, du hast Einwände dagegen? Nein, jetzt habe ich den Witz verstanden. Okay, das war witzig. Okay, jetzt alles klar. Also, dann gratuliere ich euren neuen drei Kassenprüfern zu der Arbeit. Bedanke mich dafür und bitte jemanden vom Landesvorstand auf die Bühne.